und die das ganz bewusst nutzen. Und nichts passiert. Nichts passiert. Also da sind wir ganz schwach und da muss ich sagen, die junge Welt ist auch in der Form wirklich eine Zeitung, die kann nur widerspiegeln, die kann nicht die Bewegung selber organisieren. Wir tun natürlich alles, wenn jemand, sagen wir mal, dieses Thema immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Da regieren Faschisten, die von Deutschland in den Sattel gehoben wurden, mit deutscher Unterstützung und das setzt sich weiter sofort. Und wenn im Bundestag was dazu gesagt wird, dann wird man niedergebrüllt und kriegt noch, wie gesagt, von der eigenen Partei eins auf den Deckel. Was ist das denn hier? Und ansonsten ist Ruhe im Land. Das widerspricht also dem, was der Zeitjournalist da analysiert hat. Also die Leute akzeptieren nicht, was ihnen da angeboten wird in den Medien und in der Politik. Sie agieren aber auch nicht. Und das wäre allerdings nun unsere Aufgabe. Ja? Das Potenzial ist da. Das Potenzial ist da. Das sagen die selber. Ja? Das Potenzial ist da. Die Leute wollen nicht gegen Russland aufgeboten werden. Das ist nicht die Mehrheit. Und sie wollen nicht. Es gibt natürlich unterschwellig, ich habe es vorhin gesagt, in Bezug auf die Person Putin, eine groteske Art und Weise der antirussischen Propaganda. Und es gibt natürlich auch in der Linken, das weiß ich natürlich selber, so Vorbehalte, na, ist das nicht bloß eine Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Staaten, also Imperialismus Russland, Imperialismus USA, Imperialismus Deutschland, ist doch alles eine Soße und immer dasselbe und was soll's. Nein, hier geht es eindeutig darum, dass, jawohl, ein kapitalistisches Land angegriffen wird. Eindeutig feststeht, wer hier der Aggressor ist und wer sich verteidigen muss. Und zwar, ich sage noch einmal, in einem wirklich strategischen und historischen Sinne, bis dahin, dass ich sagen würde, sehr hochgegriffen, es geht nicht um einen vaterländischen Krieg, aber es geht schon sozusagen darum, sozusagen Russland zu formieren, weil Russland hat viele Probleme und es geht um deren Ausnutzung. Ich habe dir vorhin das Beispiel erzählt, Russland ist eine Föderation mit, ich weiß nicht, ich glaube über 80 Völkerschaften, Nationen, großen Nationen. Und natürlich beobachtet der Westen sehr genau, dass die am schnellsten wachsende Minderheit, zählt weit über 20 Millionen, die Wolga-Tataren sind, eine muslimische Minderheit. Und was man sozusagen unter Schürung religiöser und ethnischer Gegensätze machen kann, das hat der Westen, glaube ich, zur Genüge vorgeführt in den letzten 20 Jahren. Also nur mal am Rande, ja, was da alles eine Rolle spielt. Nicht? Und verunsichert ist man natürlich auch, das habe ich gestern im Deutschlandfunk morgens gehört, da fasste der Moderator mal wieder Sabine Adler so zusammen, also wir wissen ja, erst wusste niemand, woher die Soldaten auf der Krim waren, das war also gelogen, dann hat Putin gesagt, dass er gelogen hat, dann waren die Ergebnisse der Abstimmung gefälscht und Putin hat annektiert. Das sind drei Lügen in einem Satz. Putin hat nie behauptet, dass die 25.000 Soldaten, die laut Abkommen auf der Krim stationiert waren, russischen Soldaten, dass die nicht da waren. Natürlich waren die immer da. Ja? Und haben Sicherungsmaßnahmen, also jeder, der das verfolgen konnte, wenn man Russisch kennt oder auch die englischsprachigen russischen Websites sich anguckt, auch deutschsprachigen, konnte das wissen. Das wurde nie verschwiegen. Die waren da. Es kamen noch andere dazu, Freiwillige offensichtlich, aus verschiedenen Ländern. Alle Beobachter, die auf der Krim während des Referendums waren über die Sezession, und es war eine Sezession, keine Annexion, eine Sezession, ein innerstaatlicher Konflikt, alle, die dieses Referendum beobachtet haben, haben gesagt, das fand unter völlig normalen Bedingungen statt. Die Leute konnten sich entscheiden, hinzugehen oder nicht hinzugehen, ihre Stimme für Ja oder für Nein abzugeben. Ich habe mehrere Wahlbeobachter gesprochen. Niemanden, der das Gegenteil behauptet, tut ja auch keiner.
Es wird nur gesagt, es war alles gefälscht. Und das Dritte ist eben die Lüge von der Annexion. Es war keine. Es war eine Sezession mit anschließender Erklärung, sich Russland anschließen zu wollen. So, das findet aber jeden Tag statt. Und ich will noch mal, mir ist klar, dass diese Dinge dann in der Linken sicher diskutiert werden unter Leuten, die ja das vielleicht überhaupt zum ersten Mal erleben, einen Konflikt dieser Dimension und dieser Schärfe und sehr verunsichert sind. Und da muss man dann wirklich sagen, braucht man Gegeninformationen. Und das ist natürlich, ja, die junge Welt kann das alleine nicht leisten, wir versuchen es. Es muss in der Linken insgesamt, es muss die SDJ, es muss die DKP, es muss die Linke, es müssen antifaschistische Organisationen diese Aufgabe übernehmen. Sonst, denke ich, wird da ein Potenzial geschaffen in Bezug auf Osteuropa, ja, das uns wirklich nochmal alles um die Ohren fliegen lassen kann. Weil, das habe ich noch nicht gesagt, aber wie gesagt, es geht nicht um Angst machen. Man muss einfach nüchtern feststellen, es geht hier um einen Konflikt von Nuklearmächten. Und wer hier mit Krieg spielt, spielt auch damit. Ja? Auch das muss einfach ganz nüchtern festgestellt werden. Okay, wir haben jetzt noch 10 Minuten und es gibt schon eine Meldung. Bitte ans Mikrofon kommen. Ja, mein Name ist Peine. Ich möchte hier eine Lanze für die junge Welt brechen. Wenn wir die junge Welt nicht hätten, dann wären wir wesentlich ärmer in der linken Bewegung. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Die junge Welt weiß sehr gut zu unterscheiden, was vielleicht bei der Linken nicht gut ist, was aber auch gut ist. Du hast gerade die Seewend angesprochen, eine hervorragende Frau, und die müssen wir unterstützen, und zwar von links. Das halte ich für ganz wichtig. Genau dasselbe war jetzt ein Genosse, habe ich jetzt gelesen, Müller, der den unseren Bundespräsidenten als Kriegshetzer bezeichnet hat. Der ist noch viel schlimmer als ein Kriegshetzer. Das ist ein Heuchler und ein Lügner. Da müssen wir mit aller Deutlichkeit sagen. Ich habe im Abendblatt gelesen, da ist ein Kommentar von der Welt, die fordern auf, den zu verklagen, diesen Genossen Müller. Da müssen wir vehement gegen vorgehen. Und in dem Zusammenhang möchte ich an dein Buch erinnern, da sollte die junge Welt auch mal daran erinnern. Es gibt ein Buch, Gauck, der richtige Präsident, Fragezeichen. Mir sind gerade die Autoren nicht bekannt. Aber da kann man alles nachlesen. Das ist wirklich ein regelrechter Heuchler, ein Pfarrer, der sich anmaßt, Christ zu sein und als Bundespräsident zu feige ist, sich scheiden zu lassen, stattdessen in wilder Ehe lebt. Da müsste man ein anderer machen. Das ist unmöglich, da muss man mal so sehen, Leute. Da muss man auch darstellen. Das muss man darstellen. Und deswegen halte ich das genauso wichtig, dass die Linke gestärkt wird von Seiten, ich bin Mitbegründer der DKP, und zwar von der DKP vorwärts getrieben wird, das ist ganz wichtig, aber nicht die Linke ausklammern. Die Einheit brauchen wir. Wir brauchen die linke Einheit, wo wir schon seit Jahren für kämpfen. Da kann man nur den Frieden erhalten, das ist wichtig. Genauso in der Ukraine, das ist doch fürchterlich, was da passiert. Faschisten regieren dort mit und die Grüne Partei, da muss ich ja öffentlich sagen, das ist meiner Meinung nach im Moment die schlimmste Kriegstreiberpartei, die es gibt, mit einer Pfarrerstochter an der Spitze. Wenn ich die höre, dann kriegt er Kotzen. Deswegen kann ich euch nur sagen, lasst uns zusammenstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen dafür sorgen, dass die junge Welt massenhaft verbreitet wird. Ich war glücklich nach der Wende, dass ich hier im Westen die junge Welt wieder beziehen konnte. Konnte man ja für mich. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, die junge Welt zu beziehen. Ja, ich glaube, dem Appell können wir uns mal anschließen. Ich würde sagen, für ein, zwei
Fragen, Diskussionsbeiträge wäre noch Zeit. Gibt es da Bedarf? Okay. Doch, da. Also ich finde das wirklich ein Trauerspiel im Moment, wie die Linke kleingeschrieben angesichts dieser Kriegsgefahr versagt. Und ich finde es eine hochgefährliche Sache, wie die einzigen, die irgendwo aufstehen, völlig naive Leute, durchgeknallte Leute, ein ganz buntes Gemisch, an den Montags-Mahnwachen aktiv wird. Und statt jetzt dort die konstruktiven Kräfte zu stärken und wirklich wenigstens wöchentlich montags einen aktiven Protest auf die Straße zu bringen. Stattdessen wird bei der Diffamierungskampagne mitgemacht, die Medien Land auf, Land ab bringen. Und ich finde, es wird Zeit, die Hamburger machen das vor, wie man gemeinsam Gespräche führen kann, gemeinsame Aktionen planen kann und das konstruktiv aufgreifen, statt da Konflikte auch noch weiter zu eskalieren und Jutta Dittfurt hier zum Beispiel zum Pressefest einzuladen. Ich habe so einen Hals, ne? Die maßgeblich dafür steht, die einzigen Friedenskräfte, die auf die Straße gegangen sind, und wir haben da versagt, die auch noch zu diffamieren, ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich weiß nicht, wie klug es ist, jetzt die Diskussion um die Montagsdemos aufzumachen. Also ich habe das, also wenn du möchtest, darfst du natürlich sprechen, aber dein Gesichtsausdruck, ne? Okay. Gut, dann würde ich abschließend den Appell nochmal geben, dass es unsere Aufgabe ist, zu benennen, wer hier der Aggressor ist. Und da würde ich sagen, bleiben wir bei Liebknecht, der Hauptmann steht im eigenen Land, dass es einfach unsere Aufgabe ist, den deutschen Imperialismus da auch zu benennen und die Arbeiterklasse hier gegen die Herrschenden hier das aufzuzeigen. Ich danke dir sehr, Arnold, und ich danke euch, dass ihr so zahlreich hier wart. Jetzt ist eine